Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Pole Dance Tutorial hier bei Crazy Sports Augsburg mit mir Nadine Rebe. Heute zeige ich euch eine kleine Kombi aus Bottle Rocket und Pole Split, wie immer. Vielleicht bin ich ja schon besser, wenn das Tutorial dann veröffentlicht wird. Die Splits sind nicht perfekt, trotzdem zeige ich sie euch. Und ich zeige euch erstmal die gesamte Kombi. Wie fast immer bei den Tutorials habe ich die Stange auf Spinning gestellt, ist aber für euch kein Muss, nur so seht ihr mich von beiden Seiten. Auch die Kosmetik und die Spielerei am Anfang, wie ihr hochklettert, bleibt euch ganz frei überlassen. Wenn ich schon drehe, versuche ich was daraus zu machen. Ihr nehmt einen Aufgang eurer Wahl. Ich nehme jetzt ein bisschen den Pencil Spin mit dazu, greife nach oben, ziehe die Schultern tief, bin hier richtig schön fest, bringe jetzt einen Fuß hin, dann den zweiten, lass die Schultern schön unten, greife nach, kann mich, wenn ich möchte, nochmal hier rauslegen, dann werde ich ein bisschen langsamer, wenn ich nach vorne komme zum Zentrum, werde ich wieder schneller, ich setze mich hier hin, dann schaue ich, dass der Grip ganz gut ist, lass die Schultern weiter hinten, zieh ein Bein ran, bring die Innenseite des Oberschenkels fest dran, nehme es nach oben, die gleiche Hand kommt außen rum, Daumen bleibt hinten bei den anderen Fingern, sonst sperrt ihr euch ein. Andere Hand geht tief, Bottle Rocket. Jetzt nehmt ihr das Bein, was nach unten hängt, bringt den Fußrücken an die Pole, greift hier noch ein bisschen tiefer und drückt euch hier ran. Wenn ihr jetzt schon so tief unten seid wie ich, könnt ihr euch, das ist nicht schön, aber ich zeige es euch gleich nochmal, einfach nach unten rutschen lassen. Eigentlich gehört da noch ein schönerer Abgang mit dazu. Das war jetzt die eigentlich bessere Seite. Rechts vorne oder rechts oben ist besser. Aber wir wollen ja immer beide Seiten üben, deswegen schauen wir uns jetzt die andere Seite auch noch an. Meine Zitronenseite, schön nach oben kommen. Jetzt den anderen Fuß hin, nach oben. Schauen, dass ihr die Füße jetzt nicht wieder wechselt. Das macht man nämlich ganz gerne, wenn es die Zitronenseite ist. Schultern bleiben schön unten. Wieder nach vorne gehen. Jetzt natürlich auch das andere Bein oben drüber. Wobei das untere jetzt an die Stange kommt, aber oben haben wir einen besseren Grippunkt. Jetzt das andere Bein ranziehen. Oberseite oder Innenseite, Oberschenkel hat guten Grip. Nach oben kommen. Mit der anderen Hand tiefer greifen, Bottle Rocket, etwas aufdrehen und in die Splits. Jetzt das obere Bein, ich hoffe ihr seht es noch, sonst im Spiegel, einhängen, greifen und schön wieder nach unten. Was ist wichtig? Wir schauen uns die einzelnen Teile nochmal an. Ich versuche, mich nicht zu drehen und passe bewusst nochmal auf der nicht so guten Seite. Wir gehen nach oben. Wir geben uns erstmal hier Grippunkt, obwohl wir jetzt das linke Bein, das untere, hochnehmen wollen. Dann haben wir aber mehr Grippunkt am Oberschenkel, das ist besser. Jetzt ziehen wir das Bein, was an die Stange kommen will, ran. Innenseite, Oberschenkel, Grippunkt. Schultern bleiben tief. Klappen den Unterschenkel aus, nehmen die Hand außen rum, Daumen bleibt hinter der Stange.
Sonst drückt ihr euch mit der Wade auf den Daumen, das tut weh. Obere Hand lösen, etwas tiefer bringen. Bein tief, Bottle Rocket. Etwas wieder ranziehen, leicht nach außen lehnen. Hier tief kommen und in den Split. Lösen, oberes Bein einklappen, untere Hand lösen, beide Beine ranziehen und sanft nach unten kommen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.